Na, ihr Spacken? Nee, warte, da war anders. Einen wunderschönen guten Abend. Ach, guck mal. Ich brauche echt eine Brille, ich kann meine eigene Schrift nicht mehr lesen, ne? Könnte auch Nahe Spacken heißen. Ja, einen wunderschönen guten Abend, also auch von mir. Mein Name heißt Johann König, ich bin heute hier, ich bin der Erste. Ich bin der Erste hier, ich bin der Anheizer, super Idee. Super Idee. Es läuft. Auf jeden Fall, ich werde oft gefragt, immer wieder werde ich gefragt, Leute kommen zu mir und fragen mich, Herr König, wie sieht's aus? Und dann sage ich meistens, das geht Ihnen Scheiß an. Journalisten, pack. Auf jeden Fall werde ich ja immer wieder Sachen gefragt, auch andere Sachen. Und eine Sache, die ich immer wieder oft gefragt werde, ist, ob ich selber noch einkaufen gehe. Ja, das werde ich zurzeit sehr oft gefragt. Geht Johann König noch selber in den Supermarkt? Und ich sage dann immer, ja, sichi. Ja, ich gehe wirklich noch selber in den Supermarkt sehr oft, dreimal die Woche bestimmt. Ich gehe immer den gleichen, ich kaufe auch immer das Gleiche. Also immer erstmal zwei Bananen, dann Porree für die Optik. Ein Wegbier für einen Hausweg, eine Dose Prosecco für die Badewanne, dann noch ein paar andere Sachen und ganz wichtig an der Wursttheke noch Käse. Das mache ich immer am allerliebsten, weil die Käseverkäuferin bei uns, das ist so eine richtige Käseverkäuferin, ja, so eine, wo man schon von weitem sieht, die hat schon viel Käse gegessen. So. So, auf jeden Fall bin ich dann in den Supermarkt rein, bin dann auch zur Theke gegangen und dann habe ich sie gesehen, habe ich zu ihr gesagt, na Käsefrau, wieder am Käse verkaufen. Da hat sie gesagt, na König, wieder am Rumlungern. Habe ich gesagt, ja sichi. Und hat sie gesagt, und was darf sein? Wieder so wie immer, drei Scheiben Brennnessel-Ziegengouda von der freilaufenden Jungziege, dünn geschnitten und ohne Rinde, aber nur, wenn ich die Rinde nicht mitwiege, weil der feine Herr sonst auch woanders einkauft. Und am Schluss noch eine Scheibe Fleischwurst, aber nur, wenn es keiner mitkriegt. Habe ich gesagt, ja sichi. Wie können Sie sich das denn alles merken mit Ihrem löchrigen Käsehirn?